Hi, also ich bin Daphne Büdesbach, arbeite für European Alternatives hier in Berlin, bin hier zusammen mit meinen Kollegen Monique, Alex und Sebastian und wir arbeiten an der Europäischen Initiative für Medienfreiheit und Medienpluralismus. Die läuft jetzt schon seit 6 Monaten, läuft noch 6 Monate und ist ein Instrument, das es seit dem Lissabonner Vertrag gibt. Also es geht darum, 1 Million Unionsbürger müssen aus mindestens 7 verschiedenen EU-Staaten Unterschriften, also 1 Million Leute müssen unterschreiben und können dann die EU-Kommission auffordern, zu eben für jene Bürgerinnen wichtigen Thema einen Rechtsakt zu erarbeiten. Und European Alternatives hat zusammen mit der Alliance Internationale des Journalistes 2013 die Europäische Initiative für Medienpluralismus ins Leben gerufen und genau, wir setzen uns jetzt dieses Ziel, 1 Million Unterschriften zu sammeln. Und ich zeige jetzt auch noch kurz unseren Kampagnenfilm. Der erklärt es nämlich ganz gut. Und hoffe, er funktioniert. Die Charta der Grundrechte der Europäischen Union legt fest, dass jedes Individuum das Recht auf Meinungsfreiheit besitzt, sowie das Recht, durch unabhängige und pluralistische Medien Informationen zu erhalten und zu veröffentlichen. Medien sind eine Säule unseres demokratischen Systems. Deshalb müssen sie diese Funktion frei von äußeren Einflüssen ausüben, um als wahre Wächter über politische und wirtschaftliche Kräfte informieren zu können. Wegen der Eigentumskonzentration im Medienbereich, politischer Einflussnahme und wirtschaftlicher Interessen steht das Recht auf freie und pluralistische Medien in vielen europäischen Ländern auf dem Spiel. Aber jetzt können auch Bürger die EU direkt auffordern, die nötigen Instrumente zu schaffen, um wirksam in den EU-Mitgliedstaaten eingreifen zu können, wenn Rechte der Presse- und Meinungsfreiheit nicht respektiert werden. Wie das geht? Durch die Europäische Bürgerinitiative einen neuen gesetzgebenden Instrument direkter Demokratie. Dafür müssen mindestens 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 EU-Staaten abgegeben werden. Werde Teil der Lösung, verteidige dein Recht auf Information und Wissen, unterschreibe und bitte andere zu unterschreiben. Finde heraus, wie und unterschreibe auf www.medieninitiative.eu. Genau. Vollbild. Eine Sekunde. Also, um was geht es uns konkret? Mikro. Schließt sich auch ganz gut an die WePromise.eu-Kampagne mit an. Also weil das Gute an der Medien, an diesem Instrument Bürgerinitiative heißt, dass es wirklich in konkrete Rechtsetzung münden kann, wenn man es schafft, eben 1 Million Leute zu mobilisieren. Und was wir erreichen wollen, fasst sich mal über diese 4 Themen kurz zusammen. Es geht einmal darum, dass wir fordern, dass es klare und transparente Regeln gibt für die Einsetzung der Aufsichtsorgane zur Medienregulierung. Es ist so, dass nationale Institutionen der Medienregulierung die Aufgabe haben sollen, eben den fairen Wettbewerb zwischen allen Akteuren zu gewährleisten und eben Pluralismus und Grundfreiheiten ihrer Bürger zu schützen. Und deren unbedingte Unabhängigkeit sollte eben festgeschrieben werden. Das ist in der EU also vor allem gibt es überhaupt gar keine Harmonisierung zwischen den Mitgliedstaaten. Transparenz sollte absolut die Regel sein. Wir fordern eine EU-Richtlinie, die eben auch vor allem auch den Lösungen des Interessenkonflikts zwischen Politik und Medien fordert. Es ist, mehr muss man nicht erklären, Murdoch-Berlusconi, super starke Medienkonzentration, Dominanz eben großer Medienkonzerne, die zur Folge hat, dass Qualitätsjournalismus bedroht ist und es wenig Wettbewerb zwischen Medien gibt. Italien zum Beispiel wurde jetzt gerade von dem World Press Index, World Press Freedom of Information Index auf Platz 49 gesetzt. Bulgarien, schlechtestes EU-Land, auf Platz 100. Hinter so Ländern wie Niger und Haiti. Dann außerdem Schutz auch der Beschäftigten in der Medienbranche, das Sterben von Medien, Zeitungen, Radio, Fernsehen ist uns bekannt. Es sterben täglich ein quasi Meinungsäußerungsblatt innerhalb der EU. Und
Viele Journalisten sind natürlich auch ganz konkret in ihrer Arbeit davon betroffen, weil sie sich es nicht leisten können, kontrovers oder investigativ zu berichten. Dann Thema Netzfreiheit ist auch für die Kampagne wichtig. Klar, muss ich nicht viel dazu sagen. Schutz der Netzfreiheit kann und muss die EU-Kommission sichern. Wer sind unsere Partner in Deutschland? Also diese Initiative gibt es ja in ganz Europa, in mehreren Ländern. Digitale Gesellschaft ist auch Partner der Initiative in Deutschland. Ansonsten die beiden großen deutschen Journalistenverbände, der DJV und die Deutsche Journalistinnen und Journalistenunion, die Teil von Verdi sind, und das Netzwerk für Osteuropa-Berichterstattung. Können andere Partner sich immer noch weiterhin anschließen? Und man kann vor allem mitmachen. Also warum bin ich auch heute hier? Weil wir nämlich ein super interessantes Tool haben, was morgen am 5. März den Launch hat und es allen ermöglicht, auf ganz unkomplizierte, aber auch ganz spannende Weise mitzumachen. Und zwar ist dieses Tool, nennt sich Altfabet. Zeige ich euch mal, indem ich vielleicht gleich auf die Webseite gehe. Altfabet.org ist die Webseite, die eben morgen früh launcht oder heute Abend 0 Uhr, könnt ihr teilnehmen. Und zwar sieht es dann so aus, dass ihr auf diese Seite geht und hier was reinschreibt. So sieht diese Seite aus. Zum Beispiel macht mit, schütze die Netzfreiheit, wenn ich richtig schreibe. Und dann ist der Witz, dass diese Webseite in Altfabet den Text, den man da eingibt, quasi kodiert. Das kann keiner lesen. Und ihr dann den Text, der hier in diesem schwarzen Fenster erscheint, als euren Tweet, an euren Blogpost so kodiert oder was auch immer, eure Statusmeldungen. Und es versteht keiner, deswegen fragen sie sich natürlich, was ist los? Und dann postet ihr den Link zu der Webseite und die Leute checken, um was es gehen soll und werden hoffentlich auch dazu motiviert, die Medienkampagne zu unterschreiben. Das geht ab dem 5. März und genau. Und wenn ihr wissen wollt, wo man uns finden kann, dann findet ihr uns auf Twitter unter MediaEasyEye, das ist unser internationaler Account, oder deutschsprachig Europäische Initiative für Medienpluralismus Deutschland, Free Media. Dankeschön.